Ja, und herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's. Wir haben noch 3 Rennen hier vor uns bei diesem Turnier. Und jetzt kommt der Big Well Speedway, äußeres Oval, Schleife. Siege mindestens 50 Meter Vorsprung, sei mindestens 3 Runden in Führung. Da sind es dann wahrscheinlich auch wieder 12 Runden, wie bisher immer bei diesem Turnier. Yes, 12 Runden, 24 Gegner, 3 Runden im Vorsprung mindestens. Und was war das andere? Hab ich alles schon vergessen. Ah, 3 Gegner raus drin, glaube ich. Kann das sein? Leute! Ich glaube, das kann auch ganz schnell mal schlecht enden hier. Ne, raus drin war es nicht. Ah, 50 Meter Vorsprung, genau. Soll ich das Ganze hier gewinnen? Oh shit! Da hat sie ihn schon rausgenommen, den ersten. Ich glaube, hier ist immer das Geheimnis ein bisschen da, ziemlich weit unten am Rand zu fahren, wenn andere einem entgegenkommen. Das kann schnell mal hier böse enden. Immer noch Leute aus dem Off, die ich jetzt schon fast überrundet habe. Nach gerade mal 1-2 Runden. Da hat es eingedreht. Anzahl Runden Führung. Alter, was passiert hier? Einer hat schon gewreckt. Ich glaube, den anderen habe ich schon überrundet hier. Jetzt muss ich aufpassen. Das kann böse enden für mich. Vor allem wenn sie sich abcrashen. Okay, jetzt kommt keiner mehr entgegen. Das ist gut. Hab schon 10 Sekunden Vorsprung. Nur so besser. 2 Runden in Führung. Hier lang preschen. Da ist den zweiten rausgekickt und noch andere Leute. Oh shit! Ich wusste es. Mindestens einer muss es natürlich in mich reinschaffen. Okay, da kommt wahrscheinlich der zweite. Das ist jetzt mies. Das ist mies. Wenn die da in meiner Bahn liegen. Ja, entweder wahrscheinlich weit oben oder weit unten fahren halt. Weil die meisten fahren hier in der Mitte. Nice, der Lebenshilfe, sehr gut. Da sage ich nicht nein dazu. Ziel erreicht, 3 Runden in Führung. Alter. Die mir da entgegenfahren. Schon ein bisschen beängstigend. Eigentlich würde ich ja gerne mal die Cockpit-Sicht versuchen. Aber ich glaube, da würde ich ziemlich scheitern. Einer hat
dieser Strecke geschafft, wie auch immer das geht. So schlimm. Alter, jetzt liegen da unten ziemlich viele Leichen. Ich versuche mal da oben lang zu fahren. In der Hoffnung, dass das besser ist, aber ein bisschen schwieriger ist, mir scheint. Der andere hat sich da draußen einfach demoliert. 20 Sekunden Vorsprung habe ich. Fahren dafür hier oben. No! No! Muss ja so sein. Du hast den denn hingefrachtet. Langsam ist es ein bisschen schwierig. Entweder oben, ganz oben oder ganz unten. Doch überall liegen hier Leichen rum. Waren nicht mehr so viele Leute. Okay, da hätte ich meinen Rivalen abcrashen können. Es hätte schön Punkte gegeben. Ich bin dann ein bisschen ruhiger. Shit. Genau wegen solchen Fehlern. Das darf nicht passieren. Aber es fahren irgendwie fast keine Leute mehr. Und ich habe noch 63 HP. Ich glaube, da kommt unser Gegner. Naja, gut. War nicht exakt den ich treffen wollte. Was der überhaupt noch lebt. Vielleicht ist er auch schon tot. Ja, nice. Nice, Leute. Crasht euch einfach gegenseitig an. Am Schluss bin ich einfach noch der Einzige, der fährt, oder was? Ja, sind nur noch drei... So zwei andere. What the hell? Das muss so ein Reifenverschleiß sein. Leiche rein. Nice. Demoliert. Jetzt gibt's nur noch mich und Eragon. Eragon, ja doch. What the hell? Er hat etwa noch ein bisschen mehr Leben als ich. Und er ist irgendwie eine Runde hinter mir. Oder zwei Runden. Bei 30 Sekunden? Ja. Ne, eine halbe Runde etwa.
jetzt einfach mal sagen. Daher schaffen wir das ohne Probleme. Ist natürlich jetzt weniger lustig, wenn nur noch zwei Leute leben. Dann ist es nicht mehr so actionreich. Irgendwie schade. Letzte Runde. Okay, doch noch nicht. Das Auto sieht noch erstaunlich gut aus. Für 20 HP. Okay, aber es brennt. Jetzt kommt die letzte Runde. Das war ein schöner Drift. Und zwischendurch. Wir haben es gleich. Mit einem schönen 360 über die Ziellinie. Das sind mehr als 50 Meter Vorsprung. Okay, cool. 14.000 haben wir wieder. Und fast Level 39. Sehr gut. Noch zwei Rennen gibt es hier. Dirtel Stadium. Lass mindestens drei Gegner rausdrehen, verursache mindestens 500 Schaden. Let's go. Die Strecke, die ich manchmal liebe und manchmal hasse. Wenn man da ziemlich schnell mal runterfahren kann. Anderen Leuten drauf gelandet. Das zählt nicht als rausdrehen. Wir nehmen die böse Strecke. Zwölf Runden sind es auch hier wieder. Ich habe schon DNF, wie es aussieht da unten. Hab's geahnt, dass das Böse endet. Komm schon, wir brauchen Gegner, sonst kann ich da das Ganze gar nicht erfüllen. What the fuck, was ist der denn hier gefahren? Nicht ganz gezählt, war aber auch kein Rausdrehen.
fahre da manchmal ein bisschen Rennen für mich alleine irgendwie. Steht doch nicht da rum. Was passiert hier? Macaroni! 500 Schaden erreicht. Mit einem coolen Stunt, würde ich sagen. Jetzt muss ich noch ein paar Leute rausdrehen. Okay, einer rausgedreht. Erst. Und wir sind in Runde 8. Wie der Fahrer aussieht. Sein Kopf ist einfach etwas eingedrückt. Ich glaube, das zweite Ziel werde ich dann nicht unbedingt erreichen. Weil die anderen Gegner zu weit weg sind oder zu weit hin. Gerettet, aus Versehen aber. Ach komm, Carrot. Zählt leider nicht, dass er ausgedreht. Aber das zählt dann wieder. Manchmal Unglück. Es fahren einfach schon wieder gar nicht mehr so viele Leute. Vielleicht noch einholen, wenn ich das so mache. Hat aber leider nicht funktioniert, wie es aussieht. In der letzten Kurve habe ich das Ziel noch erreicht. What the hell? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sehr gut. Und Level 39. Oder? Yes.
Perfect. Das letzte Rennen, ich würde sagen, das hänge ich noch hinten ran. Ihr wisst schon, was ich meine. Big Valley Speedway, äußeres Oval. Verursache mindestens 100 Schaden, sollte einfach sein. Crashe mindestens 3 Gegner. Das ist dumme Crashen wieder. Erreicht. Alter! 12 Runden wieder. Zählt leider einfach nicht. Die müssen irgendwo reinfahren. Und jetzt habe ich sie natürlich geblockt. Nice. Ach komm schon. Das hat gezählt. Und ich war quer an der Wand entlang. Aber 13. Shit. Komm schon. Aber das war richtig reingecrashed. Eine Rivale, der very end. Ich bin 7. Vorne sind... Okay, 1. Okay, 2 sind weg. Demolierhilfe, sehr gut. Beefsteak. Schön innen durch. Husef. Der nächste. Der sich fast abschießt. Oder mich abschießen möchte. 4. Nice. Okay, Carrot ist vor mir der Erste. Irgendwo. Da haben wir ihn. Oh Mann, ey. Diese Rennen manchmal. Jetzt Chiba 2. wieder. Chiba, der sich falsch schreibt. Ihr wisst schon, diese Kaffeeladen hier. Mit TCH. Letzte Runde. Und das war's.
Perfect. Position 1. Tagesziel sind das... Ich glaube, das sind beide. Ja doch, das sind beide. Bonusziele 14 von 16, 780 Punkte von 800 und Endposition 1. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, war es das wieder von Wreckfest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.